Daniela geht jetzt auch zur Schule. Sie verlässt morgens um 6 das Haus. Weil das Risiko, überfallen oder entführt zu werden, sehr groß ist, bewegen sich die meisten Menschen immer nur in Gruppen. In der Schule lernen die Kinder die Menschenrechte kennen. Jedes Kind hat das Recht auf Bildung. Die Vermittlung von Werten ist fundamental, damit die neuen Generationen den Frieden vorantreiben und die Menschenrechte achten werden. In der Schule bekommen Daniela und ihre Freunde die einzige Mahlzeit am Tag, das Mittagessen. Frühstück und Abendessen hat es bei ihr zu Hause, seit sie geboren ist, noch nie gegeben. Das Zentrum ernährt normalerweise täglich 1800 Kinder. Aufgrund der Kämpfe der letzten Monate ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen inzwischen auf 5000 angestiegen. Also wir hier in Ngangi haben ja eigentlich keine Probleme, aber wir bitten um Hilfe für das Don Bosco-Zentrum in Ngangi. Wir bitten um Hilfe für die Kinder im Don Bosco-Zentrum. Das wollte ich sagen. Für die Kinder. Außerdem will ich Pater Mario danken, der uns seit den 90ern hilft. Dafür danken wir ihm. Das ist super. So, das war's. Ich bin fertig. Jetzt könnt ihr die Kinder filmen, wenn ihr wollt. Und danach könnt ihr, wenn ihr möchtet, etwas hier lassen für uns, fürs Don Bosco-Zentrum, um uns zu helfen. Ich bin Abdou Karim. Ich bin 18. Diese Jugendlichen haben Glück. Die meisten in ihrem Alter müssen Waffen in die Hand nehmen und kämpfen. Sie hingegen dürfen weiterleben, besser gesagt überleben, auf sich allein gestellt in den Straßen der Stadt. Es scheint absurd zu sagen, dass die Kinder, die auf der Straße leben, sich glücklich schätzen können. Aber das ist die Realität in Goma. Diese Jugendlichen haben das seltene Glück, auf der Straße jemanden getroffen zu haben, der sich um sie kümmert. Sie wissen, dass wir ihnen helfen möchten. Das Erste, was sie uns sagen, wenn sie uns treffen, ist: Ich möchte zur Schule gehen. Seit 6 Jahren können Jugendliche im Don Bosco-Zentrum Ngangi auch einen Beruf erlernen. Der Tag des Sozialarbeiters Jean-Marie endet eigentlich nie. Abends geht er meistens in die Stadt, zu den Jugendlichen, die in den abgelegenen Vierteln der Stadt kampieren. Mit wenigen Worten und einer Einladung ins Don Bosco-Zentrum öffnet er ihnen die Tür zu einer besseren Zukunft. Pascal kämpfte 6 Jahre lang. Die Mai-Mai-Guerilla überfiel sein Dorf und machte es dem Erdboden gleich. Sie nahmen ihn mit, als er gerade mal 10 Jahre alt war. Sie zwangen ihn, an ihrer Seite zu kämpfen. Später entführten ihn die Rebellen Nkundas und er wurde Leibwächter eines Kommandanten. Vor wenigen Wochen erst ist er im Don Bosco-Zentrum angekommen. Das erste Mal nach so langer Zeit kann er sich hier frei bewegen, ohne kämpfen oder an den Krieg denken zu müssen. Pascal wird im Don Bosco-Zentrum einen Ausbildungskurs machen können. Im Moment aber ist es dafür noch zu früh. Zuallererst muss er die traumatischen Erlebnisse des Krieges verarbeiten. Pascal und Daniela, beide haben viel Schlimmes erlebt.
Aber so wie viele andere Kinder haben sie im Don Bosco-Zentrum in Goma ein neues Zuhause gefunden.